Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Tino, sondern euch auch herzlich willkommen zum Neujahrsinfovideo, was ich ja schon in Trackmania angekündigt hatte, was allerdings dann doch ein bisschen in Verzug geraten ist, weil ich zeitlich paar Probleme hatte, beziehungsweise einiges zu tun hatte. Deswegen kommt es jetzt erst, weil ich das ja natürlich auch ein bisschen vorbereitet machen will. Und zwar werde ich euch in diesem Video halt das erzählen, was in Zukunft sozusagen erstmal der Plan sein wird, sozusagen den Upload-Plan und noch ein paar extra Infos euch geben. Hab mir da ein bisschen was aufgeschrieben, weil es ja in letzter Zeit immer drunter und drüber gegangen ist, wie ich ja in Trackmania Folge, was weiß ich, schon erwähnt hatte, dass das mal wieder eine neue Strukturierung braucht, und die folgt jetzt. Ich möchte noch vorweg sagen, dass das noch nicht gleich morgen losgehen wird. Das werden wir noch nicht schaffen, weil morgen ist ja erst, weiß nicht, schaffe ich das heute noch hochzuladen? Sicherlich. Also morgen ist erst Montag und die müssen wir ja alle die Folgen mitbringen, weil ich die ja immer hochlade. Deswegen wird es sich noch ein bisschen verzögern, weil sie ja, morgen ist erst Montag und ich denke mal, die haben noch nicht alle Folgen mit und so weiter, also mal gucken. Das wird sich nach und nach dann alles einstellen, aber wenn es losgeht, dann wird es auch dann regelmäßig kommen bei den ganzen Projekten, die ich jetzt sagen werde. Also, 14.30 Uhr ist Toms Zeit sozusagen, da wird er zuerst sein FIFA Let's Play zu Ende machen und dann mit FIFA erstmal aufhören. Allerdings kommt dafür ein Ersatz, dann werden öfters mal COD Gameplays kommen, die wahrscheinlich dann alle zwei Tage online gestellt werden. Vielleicht auch jeden Tag mal sehen, aber ich würde ihm eher empfehlen, alle zwei Tage, da kann er viel mehr im Voraus produzieren. So, dann 15 Uhr, beim Philipp wird sich nicht viel verändern, der hat es ja in letzter Zeit sehr regelmäßig gemacht, vorbildlich. Beast Factor wird weiterlaufen, als einziger ist er dann noch von Quabbe dabei. Bei mir geht's ja nicht, ich wäre auch gerne dabei, aber naja. Auf jeden Fall könnt ihr da noch weiter mitkriegen, was da alles passiert. Und an den Wochenenden, wie jetzt auch schon in letzter Zeit, mit dem Raffin auf Yu-Gi-Oh! Also beim Philipp wird alles so bleiben wie bisher. So, dann 15.30 Uhr, muss der Paul auch mal wieder Videos machen, hat er jetzt lange nichts gehabt. Deswegen hat er sich vorgenommen, das Add-on zu XCOM zu machen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Toll, vergessen. Das wird dann alle zwei Tage kommen, allerdings wird das jetzt wahrscheinlich noch so ein, zwei Wochen dauern, bis das da richtig losgeht. Auf jeden Fall, Paul, jetzt auch erstmal Beast Factor nicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Ansonsten, falls dass ich noch irgendwas ändern sollte, kann ich ja mal sagen, das seht ihr dann auf unserem Kanal unter über uns. Da seht ihr ja den Upload-Plan. Da könnt ihr immer nachschauen, ob sich da was geändert hat. Weil ich jetzt, ich glaube, nicht zu jedem ein Infovideo machen werde. Das weiß ich nicht. Das kriegt ihr so viel schneller raus, wenn euch das wirklich interessiert. So, dann Jonas ist ja eigentlich um 16 Uhr eingeplant. Da, der ist allerdings jetzt erstmal bei für was anderes gedacht, genauso wie dann 17 Uhr dann Nam. Da komme ich gleich noch dazu. So, 16.30 Uhr bin ja immer ich an der Reihe. Da wird jetzt täglich Trackmania Nations kommen, also Trackmania Figaro. Und an den Wochenenden, wie gehabt, Formel 1 die Saison noch zu Ende. Ob es dann eine Koop-Saison geben wird mit dem Jonas, also nicht unseren Jonas, sondern der von den ehemaligen Skittle Junkies. Wir hatten ja schon mal eine Folge in Singapur aufgenommen. Kann ich noch nicht sagen, ist es aber relativ wahrscheinlich. Müssen wir halt gucken, dass wir das immer mit den Aufnahmen hinkriegen. So, dann sind wir auch schon eigentlich mit den Singleplayer-Let's Plays durch, mit den Einzelprojekten. Kommen wir jetzt zu den Togethers sozusagen. Und zwar wird da für 18 Uhr eingeplant werden ein neues Hexit-Projekt mit dem Namen Jonas, dem anderen Jonas, das heißt die beiden Jonas, der Name und vielleicht auch der Paul. Das wird dann um 18 Uhr kommen, allerdings, das wird auch noch ein, zwei Wochen dauern, bis das dann losgeht. Aber da haben sie sich schon länger drüber Gedanken gemacht und das wird dann auch wahrscheinlich täglich kommen. Müssen wir mal gucken.
Wir wissen auch noch nicht genau, wer es aufnimmt. Das ist, wie gesagt, noch alles in Planung, aber das erfahrt ihr dann auch unter über uns und wahrscheinlich auch in der ersten Folge, wenn es dann losgeht. So, 18:30 war ja immer Battlezeit, das soll wiederkommen. Allerdings nicht unbedingt täglich und halt, ich will da jetzt nichts Konkretes sagen, weil das ist immer am schwierigsten mit zu organisieren, weil da müssen ja immer zwei da sein und deswegen, da wird auf jeden Fall wieder was kommen, weil jetzt im letzten Vierteljahr kam ja gar nichts um 18:30 als Battle, da wird auf jeden Fall wieder was kommen. Es wird wahrscheinlich immer so in Epochen kommen, wir nehmen was auf und dann kommt das 4 Tage am Stück oder sowas und dann werden 2 Tage Pause sein, dann wieder das und das, das. So, und alle 2 Wochen, also jetzt als neues Projekt, habe ich das Gamer-Quiz wird da kommen. Alle 2 Wochen habe ich mir so gedacht, da werden wir immer verschiedene YouTuber eingeladen und die zu einem kleinen Gaming-Quiz herausfordern. Das wird nicht so schnöde sein, dass wir einfach nur Fragen stellen, sondern da muss ja schon ein bisschen was an Herausforderungen sein. Das aber alles zur ersten Folge, weil da auch noch nicht alles in trockenen Tüchern ist sozusagen. Allerdings alle 2 Wochen. Ich weiß nicht, wann genau ich damit anfangen werde. Also ich werde das wahrscheinlich so ein bisschen betreuen, das Projekt. Weiß ich nicht genau, wann genau hier das losgeht und so weiter. Aber das wird nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Dann als letzten Punkt habe ich nur aufgeschrieben, dass jetzt in Zukunft öfters Livestreams kommen werden, allerdings nicht zu irgendeiner konkreten Zeit. Dazu ist, bin ich zu unregelmäßig manchmal irgendwo eingeplant. Man weiß ja nie, wann irgendein Geburtstag ist und so weiter. Keine Ahnung, das ist ja öfter mal. Deswegen will ich da nichts Konkretes sagen, aber es wird immer ein Ankündigungsvideo vorher geben, wann das losgeht. Meistens so 5, naja, nicht 5 Stunden vorher, sondern so einige Stunden vorher. Also, wir werden das nicht Tage vorher ankündigen. So, dann war es das jetzt erstmal. Und ich hoffe, wir werden diesen Plan jetzt auch einhalten können, halbwegs. Und das ist sozusagen das größte Ziel, das wir mit dieser Neustrukturierung erreichen wollen, dass wir jetzt auf jeden Fall den Upload-Plan auch richtig einhalten können. Also, ich freue mich auf dieses Jahr und ich hoffe, die Motivation bleibt zu erhalten, wie sie jetzt gerade gekommen ist. Ja, dann bis zu den nächsten Videos. Tschüss!